Na und willkommen zu diesem etwas komischen Video aus meinem Garten. Ich habe euch ja vor einer ganzen Weile gefragt, was ihr gerne so über meine Meerschweinchen aus dem Labor wissen möchtet. Und ich habe fleißig eure Fragen gesammelt und heute kommt das große Mini-Schweinchen aus dem Labor FAQ. Würde ich vorschlagen, yay, wenn ihr das mögt, gebt doch gerne einen Daumen nach oben und ich schaue mal direkt, was ich so für Fragen habe. So, und die erste Frage ist direkt, wie viel essen die beiden am Tag, kiloweise? Boah, da bin ich jetzt tatsächlich gerade überfragt. Wir machen das so, wir sind ja nicht auf Schweinchen müssen Figur halten, sondern wir sind ja aktuell den Kurs gefahren, Schweinchen müssen zunehmen, weil die beiden Mäuse, als sie zu uns kamen, krass zu dünn waren. Und im Moment machen wir das so, die kriegen morgens ihr Schweinchenmüsli. Wir haben extra beim Bauern was anmischen lassen. Man kann, glaube ich, auch Minischweinefutter kaufen, aber die beiden haben halt etwas speziellere Ansprüche. Deswegen haben wir direkt beim Bauern selber uns Futter zusammenmischen lassen in so Pelletform. Da kriegen die beiden jeweils morgens ungefähr 300 Gramm von. Und den Tag über, wie ihr seht, dürfen die rumlaufen und Gras fressen. Zumindest solange noch Gras da ist. Jetzt im Winter werden wir dann ein bisschen zufüttern. Und abends kriegen die dann nochmal so eine, 2-3 Kilo. Was denkst du, wie viel Obst und Gemüse ist das? Ja, so 2-3 Kilo Obst und Gemüse, aber auch wirklich alles durch die Bank. Ich würde mal so vermuten, die essen so 3 Kilo am Tag ungefähr. Genau. Nächste Frage ist, wie alt die werden und wie alt die sind. Die beiden sind jetzt 3 Jahre alt. Bei den Laborschweinen ist das so, dass die, wenn die gezüchtet werden, kommen die als, also die werden, sind ja, ist eine spezielle Zuchtrasse fürs Labor. Und die kommen als Ferkelchen ins Labor rein und werden dann, bis sie 3 sind, dort genutzt. Und dann gehen die normalerweise zum Schlachter, weil nach 3 Jahren sind die meisten Tiere eigentlich durch. Und dann verfälschen quasi die Ergebnisse, die da an den Tieren getestet werden. Und in der Regel werden die dann geschlachtet. Also die beiden sind beide 3 und wenn die ein gutes Leben haben, werden die 20, 25. So ungefähr, ja. Genau, ansonsten hatten ja auch viele zum Beispiel gefragt, was mit den beiden im Labor passiert ist. Ich kann nur so viel dazu sagen, also es gibt in Deutschland Tierversuche für zum Beispiel einzelne Inhaltsstoffe aus der Kosmetik, also so wurde mir das gesagt, oder auch zum Beispiel für die Gesundheitsforschung, Krebsforschung, tralala. Und was genau an den beiden jetzt getestet wurde, können wir nicht sagen, das wollen wir auch gar nicht wissen. Zum Beispiel die Löcher, die beiden in den Ohren haben, das sind, da sind Gewebeproben ausgestanzt worden, also die sind rausgeschnitten worden. Es hatten auch einige gefragt, warum die beiden so Löcher in den Ohren haben. Genau, die Ohrenmarken zum Beispiel müssen drin bleiben, es hatten auch einige gefragt, das ist einfach Auflage, das Nutztiere müssen Ohrenmarken tragen. Und ansonsten hatten ja auch einige gefragt, wie die sich so verändert haben. Es sind Borsten gewachsen, die sind ja komplett nackig zu uns gekommen und jetzt mittlerweile haben sie richtig gut Gewicht dran bekommen und sind overall mit Borsten. Also ihnen ist ein komplettes Fell gewachsen, was super, super schön ist, weil das natürlich ja auch zeigt, dass es denen gut geht. Was uns zum Beispiel gesagt wurde, ist, dass die beiden Hunde kennen, weil in dem Labor, wo die waren, waren nebenan die Laborbeagle. Also ja. Es gibt nach wie vor Versuchslabore in Deutschland. Ich glaube, wir haben das alle in Hamburg mitbekommen. Und ich kann nur jedem empfehlen, da, wenn er irgendwie seinen Teil dazu beitragen kann, sei es sich über Kosmetikprodukte oder Lebensmittel zu informieren, ob die tierversuchsfrei sind, oder Petitionen zu unterschreiben, Proteste mit zu unterstützen. Kann ich nur sehr ans Herz legen, weil es ist nicht so, dass es das in Deutschland nicht mehr gibt. Was man halt gemerkt hat, die beiden waren super scheu am Anfang, ließen sich an den Ohren zum Beispiel überhaupt nicht gerne anfassen, weil wir uns wurde halt gesagt, dass zum Beispiel die Spritzen, die bekommen haben, immer hinters Ohr gegangen sind. Deswegen sind die sehr empfindlich an den Ohren und ansonsten sind die aber nach einer Weile recht zutraulich geworden. Also wir haben ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen. Es wurde viel gekrault, gestreichelt und gefüttert. Wie gesagt, Greta hat am Anfang war sehr ängstlich. Lotte war super ängstlich. Aber jetzt, nachdem sie gemerkt haben, dass es bei uns ganz viel Liebe und Futter gibt, sind sie sehr zutraulich geworden und freuen sich sogar, wenn man kommt. Also sie haben sich sehr, sehr schön entwickelt. Und ja, mit ein bisschen Liebe und Fürsorge kann man das Beste aus den Tieren rausholen. Ne? Man sollte sie nicht so vergessen. Wie sind die beiden so vom individuellen Charakter her? Hast du sweete, lustige Anekdoten? Also, Lotte, das ist jetzt das hintere Schweinchen, das ist ein absolutes Kuschelschwein. Also die braucht das auch. Die kommt, wenn wir kommen, kommt die Schwanzwedeln zu einem, die knufft sich an einen, die muss gekuschelt werden, die will angefasst werden. Die hat ein bisschen Angst am Anfang gehabt, aber so jetzt merkt, also man merkt richtig, die will und braucht das. Und Greta zum Beispiel, das ist das vordere Schweinchen. Die ist eine absolute
Wildsau. Also mit der haben wir hier richtig Palaver am Anfang gehabt. Die hat hier einen auf Leitsau gemacht und da haben wir richtig diskutieren müssen mit dem kleinen Schweinchen. Aber mittlerweile hat sie sich auch, also wir haben dann mit der Silke, die uns die Schweine vermittelt hat, ein bisschen hin und her geschrieben, wie wir das am besten handhaben mit dem Dominanzgehabe von ihr. Und das war auch sehr entspannt eigentlich tatsächlich. Also es hat nicht lange gedauert. Bei Schweinen ist das halt so, man muss sie halt so ein bisschen anrempeln, mit den Beinen wegdäuen und so. Und dann macht man sich quasi Platz verschaffen und dann lernen die eigentlich relativ schnell, dass ich die Leitsau hier bin. Nee, ansonsten, also Greta ist sehr eigenwillig, die wird nicht so gerne angefasst und Lotte ist ein absolutes Kuschelschwein. Wie reagieren die Schweine auf eure anderen Tiere? Vertragen sich alle? Nein, das ist ja so der Wunschgedanke von uns und allen gewesen, aber das funktioniert tatsächlich nicht. Die Hunde und die Schweine vertragen sich nicht und die Katzen interessieren sich nicht für die Schweine. Es ist aber tatsächlich so, also die Katzen ignorieren es und bei den Hunden haben wir es versucht. Emma hat eigentlich eher Angst, die Schweine haben vor den Hunden totale Angst. Und Ole findet die Schweine super gruselig und würde am liebsten reinbeißen, weil die sich so komisch bewegen. Wir haben ja einen Hundetrainer und sind mit denen in der Hundeschule und wir haben das Problem auch angesprochen und wollen das demnächst auch angehen. Dann will der Trainer auch herkommen, aber im Moment halten wir die komplett separat und getrennt voneinander, damit keiner einfach Stress hat. Genau. Wollt ihr noch mehr Schweine oder andere Tiere? Nein, aber ich wollte ja auch eigentlich keine Schweine haben. Also ursprünglich wollte ich ja Enten haben. Und wir sind da tatsächlich, wie sagt man, wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich wollte ja auch eigentlich keine drei Kinder von anderen Frauen haben. Ja, komisch. Naja. Ach, verdammt. Wir sind ja mehr oder weniger von der Zuschauerin von Philipp auf die Schweinchen angesprochen worden, weil wir hier ja so viel Platz haben und die selber welche von denen hat. Und das Ganze funktioniert ja nur, die Schweine können ja nur aus dem Labor gerettet werden, wenn die auch weiter vermittelt werden. Und wir fanden das einfach so schön. Eigentlich war das gar nicht der Plan. Also die Schweine waren nicht geplant. Ich wollte eigentlich Laufenten haben. Und dann haben wir die gesehen und haben uns gedacht, nee, komm, ganz ehrlich, bevor ich mir jetzt irgendwelche Laufenten aus irgendeinem geplanten Wurf oder sowas kaufe, rette ich lieber die zwei Schweinchen und gebe denen den Platz. Und es werden hoffentlich auch, es sind keine Tiere mehr geplant. Also ich möchte nicht noch mehr Tiere haben. Heißt das bei Enten Wurf? Bei Enten Schlupf. Schlüpf, Wurf, keine Ahnung, Entenwurf, Entenschlupf, ich weiß nicht, wie das heißt. Entenwurf, die bekannte. Der Entenwurf. Habt ihr einen Tierarzt in der Nähe, falls mal was ist? Wie fanden es die Nachbarn? Wer ist verkuschelter? Genau, wer verkuschelter ist, habe ich ja schon erzählt, das ist Lotte. Die Nachbarn finden es super cool. Wir haben wirklich, bevor wir gesagt haben, wir gucken uns die Schweine an, mit allen hier gesprochen, ob das in Ordnung wäre, ob das okay ist. Man muss auch dazu sagen, wir wohnen in keinem Wohngebiet, sondern in einem, also wir haben ein, wie heißt das, Nutztierhaltungsgebiet. Also man darf hier Nutztiere halten. Wir haben ja auch Kühe und Schafe und alles hier rumstehen. Man darf in einem reinen Wohngebiet zum Beispiel gar keine Schweine halten. Tierarzt haben wir auch. Es gibt da spezielle Tierärzte vom Veterinärsamt, die kommen her und prüfen alles. Wir haben auch Auflagen bekommen, die wir erfüllen mussten. Und da gibt es dann eine Amtstierärztin, die kommt und prüft das. Und wenn jetzt was wäre, könnten wir die auch anrufen, die kommt auch her. Das ist bei so Nutztieren halt ein bisschen was anderes als bei Haustieren. Also in der Regel, wenn ihr ein Problem mit der Kuh oder mit dem Schwein habt, dann kommt der Tierarzt zu euch. Und die Nachbarn sind alle super happy und sehr interessiert und freuen sich. Die sind ja auch alle super offen und tierlieb hier. Also das war sehr, sehr unkompliziert und schön tatsächlich. Was dürfen Schweinchen nicht essen? Schweinchen dürfen keinen Müll essen. Das ist so ein Aberglaube oder so ein Irrglaube aus der Vergangenheit, dass Leute denken, dass Schweine Küchenabfälle kriegen dürfen. Also natürlich könnt ihr denen, wenn ihr Gemüse schneidet oder Kartoffeln übrig habt, denen die Reste davon geben, das ist kein Problem. Aber ich ernähre meine Schweine so, wie ich mich ernähren wollen würde. Und frisches Brot ist zum Beispiel auch nicht so super. Ich glaube, da können die irgendwie Magenprobleme von kriegen und zu viel Trockenobst kann Verstopfung geben. Dann eine Frage, die ich glaube ich am allermeisten gefragt worden bin, ist nämlich die Frage, was machen wir mit den Schweinchen im Winter? Scheiße, haben wir uns gar keine Gedanken drüber gemacht. Müssen die natürlich wieder weg. Nein, Quatsch. Also, es ist so, Schweine sind wie Kühe und Pferde und Rinder und Schafe und alles, was irgendwie Nutztier ist, logischerweise im Winter auch draußen. Die lassen sich aktuell ein kräftigen Winterpelz wachsen und die können bis 8 Grad, glaube ich, können die sowieso ganz draußen leben und alles, was drunter ist, die brauchen halt einen Stall. Also es ist wichtig, dass die Schweine einen Stall haben, der warm ist, der muss nicht beheizt sein. Ein Schwein hat eine viel höhere Kerntemperatur als Menschen und die strahlen wahnsinnig viel Wärme aus. Deswegen ist der Stall auch so klein, die gehen da ja nur zum Schlafen rein. Also die kacken zum Beispiel auch nicht in den Stall, die haben eine eigene Kloecke. Schweine sind super reinlich. Das hatten übrigens auch einige gefragt, wie viel die so kacken. Die kacken ungefähr einen Eimer voll pro Woche. Komme ich gleich noch drauf zurück.
Die braucht einen Stall. Der muss trocken sein, da muss Stroh drin sein und der muss zu sein. Wir haben eine dicke Fließdecke davor hängen. Wir werden das im Winter jetzt nochmal mit einer zusätzlichen Decke behängen. Und die, wenn die da zusammen drin sind, die strahlen so eine Hitze ab. Du hast es im Stall im Winter um die 20 Grad. Also die Dame, von der wir die Schweine haben, die hat ja auch seit 20 Jahren Schweine und das ist im Winter bei der, die sagt, überhaupt kein Problem. Also wir haben die Option, falls es jetzt Eiszeit einbricht, wir haben Strom im Stall, wir haben auch theoretisch eine Wärmelampe im Stall, da waren ja vorher Vögel drin. Also wir könnten das noch zusätzlich beheizen und wir, Philipp und ich haben schon gesagt, wenn es richtig irgendwie minus 20 Grad sind, unser Partykeller zum Beispiel, der ist ja auch isoliert und beheizt, dann machen wir da einen kleinen Stall aus Paletten, dann gehen die halt in der Nacht da rein oder so. Also wir haben 1000 Möglichkeiten. Wichtig ist halt, dass der Stall gedämmt und isoliert ist. Ne? Also dass der nicht so auf dem Boden steht, sondern dass halt der auf Stelzen steht oder auf Steinplatten, dass da nicht die Kälte direkt von unten hochzieht. Und ansonsten können die im Winter problemlos draußen bleiben. So. Und rechtliche Auflagen bei dem Halten von Schweinis, da gibt es einige. Also man muss sich zum Beispiel bei der Seuchenschutzkasse anmelden. Das ist super wichtig und das Veterinäramt muss informiert sein. Ihr müsst ein eingetragener Schweinebetrieb sein. Es kommen Leute, die prüfen, eure Zäune müssen passen. Man muss eine doppelte Einzäunung zum Beispiel haben, mit gewissen Maßen und sowas. Genau, dann kam noch die Frage, ob sich unser Leben viel verändert hat und ob die Schweine sehr viel Mühe machen. Ich fand, im Vorfeld hat es sehr viel Arbeit gemacht, weil wir ja viel bauen und anschaffen und ummelden und vorbereiten mussten. Und jetzt, wo die beiden hier sind, ist das einfach, als wenn man zwei große, rosa, dicke Katzen hat. Ja. Also die machen kaum Arbeit. Wir lassen die morgens raus, die laufen den lieben langen Tag durch den Garten und machen ihr Ding. Und sobald es dunkel wird, gehen die selber rein. Also wir füttern zweimal am Tag, misten aus und das war's. Mehr Arbeit machen die eigentlich gar nicht. Im Vorfeld ist es halt bunch of work und danach ist es tiefenentspannt. Ja, ich sehe rosa, dicke Katzen. Rosa, dicke Katzen. Was ich euch aber unbedingt noch mit ans Herz legen möchte, falls ihr mit dem Gedanken spielt, Schweine zu adoptieren, zum Beispiel aus dem Verein, wo wir unsere her haben, den habe ich euch unten in der Infobox verlinkt oder sonst wo. Ihr müsst Schweine immer mindestens zu zweit halten. Das ist wichtig. Schweine gehen seelisch kaputt, wenn ihr die allein haltet. Das sind Gruppentiere, die müssen einen Artgenossen haben. Ihr als Mensch könnt es nicht ersetzen, keine anderen Tiere können das ersetzen. Das ist super, super wichtig. Also falls ihr mit dem Gedanken spielt, es müssen zwei sein und Minischweine sind das da. Kleiner als das geht nicht. Ihr kennt vielleicht diese Bilder von diesen süßen kleinen Teacup-Schweinen, die so groß sind. Das ist nicht die Realität. Ein Minischwein wird, das sind Ferkelchen. Minischweine werden mindestens immer 30 Kilo, 40 Kilo schwer. Wenn ihr Pech habt, kann ein Teacup-Schwein auch 100 Kilo schwer werden. Und die werden mindestens immer so groß wie die beiden. Die beiden sind jetzt fast ausgewachsen, also da kommt nicht mehr viel, vielleicht noch zwei Finger breit oder so. Aber macht euch das bewusst. Schweine brauchen Platz. Wir haben hier ungefähr 600 Quadratmeter. Die brauchen die und die müssen beschäftigt werden. Das heißt, die müssen im Garten, die müssen in den Schlamm, die müssen ins Wasser, die müssen an die Erde, die müssen wühlen können. Der Garten wird nicht mehr so fein aussehen wie vorher. Die haben uns das Gehege, wo die den ganzen Tag über rumlaufen, komplett zerlegt, zeige ich euch gleich noch. Und hier sind halt Stellen, da wird ordentlich umgegraben. Also euer Garten ist danach kein englischer Garten mehr. Das ist ganz, ganz wichtig. Und denkt dran, die werden alt. Ne? Also die werden mindestens um die 20 Jahre alt. Und ihr müsst jeden Tag füttern. Ne? Ihr könnt nicht einfach in Urlaub fahren und sagen, ja, passt schon. Katzenbrett. So. Katzenbrett, das funktioniert nicht. Also die brauchen jeden Tag frisches Wasser. Gerade im Winter müsst ihr gucken, dass das Wasser nicht eingefroren ist. Das ist super wichtig. Also ihr seid verpflichtet und die Tiere brauchen Platz und die werden groß. Es gibt keine richtigen Minischweine, die nur so groß sind. Das ist Bullshit. Ansonsten sind das einfach unfassbar liebe, liebe, tolle Tiere. Die stehen Hunden weder in Zutraulichkeit noch in Intelligenz, in überhaupt nichts nach. Falls ihr euch für die beiden interessiert, wir haben denen auch einen Instagram-Account angelegt. Nicht, weil es so super witzig ist, sondern einfach, weil wir da so ein bisschen aufklären möchten und so ein bisschen diese Brücke zwischen Menschen, die überhaupt keinen Bezug mehr zu solchen Tieren haben, ein bisschen die Brücke schlagen möchten. Und ja, falls euch das Ganze gefällt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut oder mir hier ein Abo dalasst. Ich hoffe, ich habe alle eure Fragen beantwortet. Falls noch welche offen sind, haut sie in die Kommentare, dann schaue ich, dass ich da noch ein bisschen beantworte. Und ansonsten sehen wir uns am Montag bei einem neuen Küchenchaos-Video wieder. Macht's gut! Hallo Greti! Bis dahin und tschüss!